Die Hacienda ist abgebrannt. Nachdem ihr den namenlosen Zirkel ausfindig gemacht habt und ihn gewaltsam aufgelöst habt, seid ihr zurück in die Stadt Punin geritten. Die Befragung durch die Grünröcke hat die ganze Nacht gedauert. Immer wieder wollten sie wissen, welche Befugnisse oder Beweise ihr hattet. Doch trotz all der Prozesse um Abelmir hat euer guter Leumund dafür gesorgt, dass ihr nicht in den Kerker wandert. Mord und Totschlag, Brandstiftung und eigenmächtiges Handeln ohne juristische Handhabe wäre euch teuer zu stehen gekommen. Die Anhörung auf der Wachstube hat bis in den frühen Morgen gedauert und so haben wir nach eurem Schlaf bereits den späten Nachmittag, als ihr endlich erwacht. Wir schreiben den 19. Rondra 1028 nach Bosbarans Fall und so beginnen wir. Ach, was für ein herrlicher Tag. Irgendwo. Man kommt ja selten noch mal dazu, so viele Leute umzubringen, aber es ist immer wieder nett, muss ich ja zugeben. Ah. Nun, was machen wir mit dieser Paktierin? Kari, ich wollte sie ja umbringen, aber Karino besteht darauf, dass wir sie in den Raja-Tempel bringen, damit wir ihre Seele retten können. Also werden wir das wohl tun müssen. Und ich fürchte auch, das könnte uns sonst übel zu Gesicht stehen, wenn wir einfach so eine Paktierin umbringen, nicht wahr? Ja, ich könnte es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn wir das machen würden. Ja, ich hole mal das Paketchen. Ich würde die gefesselte Frau einfach mal an den Arm hochreißen und mit... Ja, wolltet ihr die in eurer kleinen Villa dann aufgehoben? Also, wie gesagt, gefesselt, geknebelt. Wo lag die? Im Keller wahrscheinlich, oder? Im Keller, gut. Ja, einfach irgendwo im Keller geschmissen. Gut, alles klar. Ja, dann kannst du sie nach oben ziehen auf die Beine. Ist ja auf alle Fälle noch bei guter Gesundheit, wie man eben bei guter Gesundheit ist, wenn man von den Namenlosen entführt worden ist. Ihr hattet das ja mitbekommen, dass sie dann geopfert werden sollte. Den Ehren des Namenlosen, damit sie dann in die Sternlehre einfährt. Aber ja, so könnt ihr sie dann die Treppe nach oben stoßen. Sie hatte sich dann euch wohl auch noch am Abend mit dem Namen Vultura vorgestellt. Ob das ihr echter Name ist, ihr Priestername oder was anderes, habt ihr noch nicht in Erfahrung gebracht, aber sie nannte sich Vultura. Ich würde dann mal schon mal vorsorglich aus dem Haus treten und nach einer Kutsche winken. Aber mir konnte sich also eine Kutsche mieten, die dann auch nach grob 10 Minuten vor eurer Haustür vorfährt und so könnt ihr dann gemeinsam mit der Paktiererin einsteigen. Habt dann vielleicht irgendwie sowas wie eine Robe über ihre Hände gelegt, wenn sie dann gefesselt dort einsteigt, damit dann das der Kutscher auch selber nicht mitbekommt, beziehungsweise die umstehenden Adligen, wenn sie dann irgendwie auf der langen Prachtstraße dieses Berges dann vom Goldacker gehen, marschieren, flanieren. Kutscher zum Raja-Tempel. Sehr wohl, der Herr, sehr wohl zum Raja-Tempel. Ja, die Kutsche rattert los und klackert dann über die Straße von Goldacker in einem serpentinenartig geführten Wege einmal um den Berg herum und einer kleinen Spirale nach außen, bis ihr dann an dem großen Praios-Tempel vorbei, an dem Rondra-Tempel unter den Marder-Thermen vorbei in Richtung Süden fahrt. Ihr könnt dann noch das Ratshaus bewundern und seht dann auch in der in weniger Entfernung die große Arena, die da vor euch aufragt und auf der anderen Seite dann eben das kleine Theater, bis ihr dann auf einem Platz zum Stehen kommt, direkt in dem gemütlichen Eckchen Sereno, wo dann in direkter Nachbarschaft Travia und Raja liegen. Der Raja-Tempel selber ist ein Rebenblut-Tempel aus rosafarbenen, eternen Marmor, der hier doch sich über die Stadt erhebt, also ziemlich groß, ist inmitten von exotischen Gartenanlagen. Könnt ihr dann aus der Kutsche aussteigen und ja, so ein bisschen vermisst der Kieras ja schon, aber wenn er noch bei der Stadtwache ist und da weiter festgehalten wird, hat natürlich auch mit am meisten zu erzählen, dass er jetzt für einen weiteren Paktierer des Namenlosen gehalten worden ist. Wie lange die Grünröcke ihn festhalten werden, wisst ihr nicht, aber. Ja. Aber auch ihr könnt ja diesen Paktbruch durchführen. Aber mir hast du sowas schon mal gemacht? Nein, aber ich hoffe, die Hochgeweihte
weiß, was sie tut. Okay, weil ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, ich würde die Frau mal so mitschleifen. Hat Karina uns eigentlich angekündigt oder marschiere ich da jetzt einfach rein und sage, hey ho? Nun, ich würde vorschlagen, wir bringen sie erstmal in den Tempel auf geweihten Boden und nun, dann werden wir einen Geweihten verständigen, dass er den oder die Hochgeweihte holt. Aber ich dachte, wenn wir die auf geweihten Boden bringen, fängt die an zu schreien. So? Nun, das wird sich feststellen lassen. Wir probieren das mal aus. Eine Sache der Ankündigung. Richtig. Ich würde die Alte mal mit in den Raya-Tempel schleifen. Ja. Wird dann die Treppenstufen nach oben treten. Direkt vor euch liegt dann ein kleines Bassin mit Rosenwasser gefüllt, was dann unglaublich gut duftet. Und ihr könnt dann sehen hier wohl, wie die verschiedenen Nischen für Kleidung und Klamotten liegen, für Schuhe, die dann abgestreift worden sind, damit man hier sich rituell waschen kann und dann von seinen Sünden reinigt. Aber mir bist du so nett und holst uns eine Geweihte oder einen Geweihten oder ja, wer auch immer hier natürlich. Hochgeweiht oder Geweihten ist. Natürlich. Ja, ich würde dann in den Tempel hinein. Ich mich erst die Schuhe ausziehen, beziehungsweise Stiefel, mich rituell waschen und dann mit barfuß den Tempel betreten. Ja, derweil verschwindest du im Inneren. Überall hängen rosafarbene, rote Schleier. Du kannst einige gemütliche Sitzecken, Sitznischen erkennen. Es riecht so ein bisschen nach Tee, nach einigen leckeren Gewürzen. Und mitten im Tempel siehst du dann wohl auch wieder 3-4 Pferde stehen, die da wohl begutachtet werden, die da gestriegelt werden. Währenddessen die Geweihte, die Paktiererin von Belkelel, Vultura ist immer noch weiter geknebelt und gefesselt. Wirst du sie festhalten, kannst du wohl feststellen, wie sie jetzt nach und nach in deine Arme sinkt und ohnmächtig wird. Wenn du sie dir begutachtest, kannst du wohl sehen, wie ihre Augen nach oben geklappt sind. Ihre Augen sind nur noch weiß, also der Rest ist eben im Schädel. Und du siehst, wie sie jetzt anfängt, aus der Nase zu bluten. Das ist jetzt... Ja. Ach, wir warten mal, bis Abelmir wiederkommt. Der wird schon wissen, wie das funktioniert. Sieht das so aus, als würde die gerade wegsterben oder als würde die jetzt langsam leiden? Du kannst gerne mal auf... Heilkunde Wunden. Ja, wirf mal auf Heilkunde Wunden. Ah. Ja, ich hab's geschafft. Du bist der Meinung, dass sie jetzt wegstirbt, ja. Definitiv. Also das wird sicherlich noch eine Zeit dauern, aber je nachdem, wie lange Abel mir dann braucht, könnte das tatsächlich ziemlich lange dauern. Dann schleife ich die Alte wieder... Und stell sie neben den Tempelboden, so auf den Boden. Blutet sie weiter oder wird das weniger? Also hat sie sie begutachtet, während sie dann ohnmächtig wurde und schwerer und schwerer, kannst du sie dann wieder runtertragen. Also du hast nicht das Gefühl, dass es mehr wird, aber sie hat dann wohl auch schon angefangen, aus den Ohren zu bluten und auch die ersten paar blutigen Tränen, die an ihr herunterliefen. Also das wäre tatsächlich dann noch schon ziemlich schnell gegangen. Ja, währenddessen kannst du wohl erkennen, wie gerade zwei Personen den Tempelboden wohl auch betreten. Wir haben mitten am Tag, also du schaust nochmal nach oben in die Sonne. Irgendwann wird sie sicherlich wieder runtergehen, aber die Mitte des Tages ist definitiv schon rum. Sodass dann jetzt zwei Personen den Tempel wohl betreten. Sie gehören offensichtlich nicht zusammen, sind jetzt wohl aber... von verschiedenen Seiten gleichzeitig dann auf die Treppenstufen getreten und bleiben jetzt verwundert vor dir und dieser Person stehen. Wollt ihr beiden nicht mal eben in den Tempel laufen und meinen Freund Abel mir suchen, damit der jetzt endlich mit der Geweihten hier hinkommt? Das wäre super, dankeschön. Du siehst einen Mann mittleren Alters, relativ durchschnittlich, trägt quer über dem Brustkorb 2 Messergürtel voll mit Borndornen und an der Seite einen Streitkolben und sonst eine Lederrüstung. Und sieht dich sehr verwirrt an. Also, ich habe keine Zeit. Daneben eine Person, die dir offensichtliches Misstrauen entgegenbringt, oder du ihr, ein Torwaler. Ah, ein, wie es für dieses Volk üblich ist, groß, hochgewachsen, breitschultrig.
aber seltsamerweise nicht in der typischen zusammengewürfelten Kleidung herumrennt, sondern er hat eine lediglich, ja, gerade mal über die Knie reichende blaue Tunika, Mantel, irgendwie sowas in der Art, vielleicht eine Art Jacke an, die mit leichten Verzierungen an den Säumen versehen ist. Er selber sieht so ein bisschen, schon ein bisschen älter aus, aber man kann das nicht so genau einschätzen, wie alt nun wirklich. Er hat ein paar Perlen in seinem Bart drin stecken. Ihm fehlt jedoch die typische Axt an der Seite und auch irgendwie wirkt er nicht so wie ein Torwarter, der sich in die nächste Kneipe zum Betrinken stürzen würde. Und der schaut jetzt auch etwas stirnrunzelt, etwas verblüfft aus der Wäsche. Brauche ich ein riesiger Krieger außer Lanfa mit einer mächtigen, zweihändig geführten Hiebwaffe auf dem Rücken, der eine blutige Frau aus dem Tempel austrägt. Also, nochmal. Weil ihr ja ein bisschen langsamer seid. Ihr geht da rein, holt meinen Freund Abel mir mit der Geweihten, damit er dir diese Frau helfen kann. Kriegt ihr das hin? Möchtet ihr uns erklären, warum ihr eine bewusstlose, blutende Frau aus dem Raya-Tempel raustragt? Weil wenn wir sie da drin lassen, sie drauf geht. Braucht ihr mehr Erklärung oder versteht ihr das ab da? Ich suche diesen Abel mir. Bleib du mal bei ihm hier. Deute ich dem anderen Herrn an und gehe dann rein und rufe einmal schön Torwalsch laut durch den ganzen durch den ganzen Tempel. Abelmir! Ja, Abelmir, gerade in einem Gespräch mit einem der Rayanis, hat ein bisschen gedauert, bis du einen gefunden hattest, aber gerade als du dich vorgestellt hast und dann auch von den Geschehnissen am gestrigen Abend berichten wolltest, hörst du eine laute Stimme, die durch den Tempel hallt, und es ist nicht Rafim. Abelmir? Ist hier ein Abelmir? Ich zuck erstmal zusammen, dreh mich dann etwas irritiert um. Ja, hier? Kann ich für euch tun? Ihr heißt Abelmir. Da draußen steht ein großer Mann mit einer blutigen Frau, oder eine Frau, die blutig ist, und hat gesagt, ich soll euch wohl herholen. Und da schreit ihr durch den ganzen Tempel. Offensichtlich geht's um irgendwie Leben und Tod, ja? Ihr sagt ihm, ich komme gleich. Leise, bitte. Gut, ich werde ihm sagen, dass die Frau sich gefälligst bemühen soll, nicht zu verbluten. Werde ich ihm ausrichten. Ich drehe mich um und gehe wieder raus zu Abelmir. Zu Abelmir, sage ich, zu Rafim. Ja, ich drehe mich nochmal zum Geweihten um, schüttel nur den Kopf und hebe entschuldigend die Schulter. Es tut mir leid, euer Gnaden. Nun, was soll ich euch da vergeben? Es ist nicht eure Schuld, aber tatsächlich eine Paktiererin, dann kürzen wir das Ganze doch ab. In der Tat. Ist sie willig, ihren Pakt zu brechen? So wurde mir es geschildert. Wie verfahren wir weiterhin? Nun, wir sollten uns vielleicht sonst zur Besprechung gemeinsam in den Sereno-Park zurückziehen. Was haltet ihr davon? Eine hervorragende Idee. Ein Park ist immer ein entspannteres Verhältnis. Ihr wisst schon. Nicht so ganz so sakral, könnte man sagen. Si, Senor. Ja, so wird er dich liebevoll an der Schulter wieder zurückführen. Also nicht so, dass er dich drückt, einfach nur freundschaftlich. Kennst du vielleicht ein bisschen von Geras. Und so könnt ihr dann gemeinsam wieder nach draußen auf die Tempelstufen treten. Und könnt dann nicht nur Vultura erkennen, die da blutend zusammengebrochen ist. Mittlerweile könnt ihr auch wohl erkennen, durch das Abendkleid, was sie getragen hat, hat sich wohl auch direkt am Rücken irgendeine blutige, ein blutiger Abdruck gebildet, der durch das Kleid jetzt nass feucht schimmert. Und eine zweite Person, die wohl auch neben dem widerlichen Torwaller steht, wollte wohl auch gerade in den Tempel und sieht jetzt mit besorgtem Blick nicht nur zu Rafim und Vultura, sondern auch zu euch beiden. Rafim, wer sind diese beiden? Weiß ich auch nicht. Der eine ist der da und der andere ist der da. Egal.
Apelmiria Morinus, sehr erfreut euch kennenzulernen. Reto Garrett. Garrett? Ja, Garrett. Ah, Entschuldigung. Mein Name ist Ture Arielsson, Geweihter des Waffen hier auf Reisen. Ja. Was ist mit der Dame? Und damit deute ich auf die blutende Frau. Er hat sich unseren Feinden zugewandt. Ist das ein passender Ausdruck? Sie wandte sich der Erzdämonin der fleischlichen Nuss zu, der Verderberin der Leiber. So, Senior, das Born ist dir das. Ich glaube, wir sollten diese Details nicht hier besprechen auf den Tempel. Auf den Tempeltreppen. Gehen wir doch einmal bitte in Richtung des Parks auf der anderen Seite. Und dort können wir dann, wenn ihr interessiert seid, die Details weiter philosophieren. Gewiss. Kann man da irgendwie helfen? Bestimmt. Komm erst mal mit. Wenn die Götter eure Schritte vor die Treppen des Tempels gelenkt haben, dann werden sie sicherlich einverstanden sein. Folgt uns, wenn ihr mögt. Also könnt ihr den kleinen Tempel dann umrunden und dann an einer der Stellen durch eine Mauer in den Sereno Park einbiegen, der dann auch umwachsen ist von Rosen, Kletterpflanzen. Ihr riecht in der Luft die Zuckergebäckstücke, die euch hier den süßen Duft um die Nase wehen. Winzer, Brenner, Brauer, Schankwirte und Weinhändler. Gerade Abelmir erinnert sich an seine Begegnung vor ein paar Tagen mit dem mächtigen Magier Deveron Elgastyn, der hier dann aus den Schatten auf ihn zugetreten ist. Und dann steht ihr vor einem kleinen, ein sehr kleiner Bach, beziehungsweise See, Teich. Ein kleiner Teich, auf dem Seerosen wachsen, zwei, drei Schwäne, die dann hier auch auf der Oberfläche sitzen und euch anstarren. Und Parkbänke, auf die sich dann der Geweihte setzen wird. Senores, wenn ich mieten darf, dann setzt euch. Ich bin Flamingo. Aber wie? Ich würde die Alte mal so vor mir auf den Boden legen. Ein Paktbruch ist eine ernste Sache. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es funktioniert. Könntet ihr es mal erklären? Si, Senore. Sie ist in einem sicherlich etwas höheren Kreis eingetreten. Aus ihrem olivfarbenen Teint mag ich schließen, dass sie eventuell aus Ohren stammt oder aus den gefallenen Reichen. Aber da sie ohnmächtig ist und auch geknebelt, vielleicht kann sie selber etwas dazu sagen, aber sie muss letztendlich hier oder auf den Tempelstufen ihren Pakt willentlich widerrufen. Und daraufhin kann sie die Tempelstufen wieder betreten. Und bis dahin hat die Erzdämonin, oder der Erzdämon, 24 Stunden, also einen ganzen Tag Zeit, um sich ihrer Seele erneut zu bemächtigen. Nun, sicherlich wird die Erzdämonin der Schwarzfaulen Lust keine Herrscher reinschicken in die Stadt. Das mag in Oron ganz anders aussehen. Da werden sicherlich eine Herrscher und Kelevatanen auftauchen, die sie vergewaltigen, aber hier wird sie sicherlich subtiler agieren. Wir müssen uns auf alles einstellen. Ich gehe auch davon aus, dass sie träumen wird, denn gerade Belkelel und der Traum sind dicht verwoben, unter anderem durch Drogen. Wir können dies sicherlich auch alleine bewerkstelligen, aber da wir uns in Punin aufhalten, könnten wir, und das möchte ich euch raten, wenn ihr diesen Paktbruch mit betreuen wollt, sollten wir die Boron-Kirche mit dazu beziehen. Nun, dies, wenn ihr das wünscht, werde ich sogleich einen Boten ausschicken. Ich denke, ein Diener des Raben wird sich uns bestimmt anschließen. Wir haben ein gewisses Verhältnis zueinander, könnte man sagen. Er nickt. Ich würde unter anderem Umständen auch die Praios und die Rondra-Kirche hinzuziehen, aber seit der Schlacht von Werheim sind viele Geweihte nicht mehr vor Ort und auf den Feldern verschwunden. Ansonsten hätten wir ihre Kampfkraft sicherlich gut gebrauchen können.
Wie können wir euch noch unterstützen? Es werden sicherlich Dinge passieren innerhalb dieser 24 Stunden dieses einen Tagesrhythmuses und ihr solltet euch darauf einstellen, verrückte Dinge zu sehen. Nun ja, verrückte Dinge sind wir gewohnt. Ihr kennt unsere Vergangenheit nicht, aber sie ist sehr bewegt, könnte man sagen. Immerhin habt ihr eine Paktiererin lebendig gefangen. In der Tat, so könnte man das ausdrücken. Ich habe zu dem Ritual noch eine Frage. Muss sie die Paktiererin zu Beginn der 24 Stunden den Pakt widerrufen oder am Ende der 24 Stunden? Sie muss es quasi jetzt tun, sonst kann sie den Tempel nicht betreten. Und es passiert genau das, was schon eingetreten ist, dass sie anfängt zu bluten innerlich und sie sich auflöst. Nun, dann wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn sie wach wäre, nicht wahr? Si, Senor. Dann wollen wir einmal schauen, was wir tun können. Ich gehe mal zur Paktiererin hin und ziehe sie mir an ihren Haaren hoch und tätschel sie mal an der Wange oder mehr oder weniger kräftig, bis sie wach wird. Ja, sie bleibt bewusstlos. Ach, dieses garstige Ding. Ja, dann schlage ich sie härter. Ja, verteile gerne mal Schadenspunkte. Gut. Kennt ihr die Dame schon länger, wende ich mich dabei an Rafim? Eigentlich nicht, aber... Wisst ihr vielleicht irgendwas? Habt ihr sowas schon mal mitgemacht? Packbruch direkt nicht, aber wir haben... wir hatten eine Geschichte, wo wir jemanden einmal zurückholen mussten in den Kreis der Götter. Also initiieren mussten, sozusagen. Also das, was bei euch oder bei jedem anderen mit 12 passiert. Ah. Ihr vielleicht immer die alte Wach kriegt. Ich meine, ihr seid Torwaller, ja, knockt euch ja mal öfter gegenseitig aus. Nehmt doch ein wenig Wasser aus dem Bach, aus dem Teich. Das ist gut. Nicht ertränken, nur drüber kippen. Ah. Ja, ist das nicht wieder heiliges Wasser hier oder ist das, wo das Tempel aufhört und der Park anfängt? Ich schau mal den Rayani fragend an. Das Wasser selbst ist nicht geweiht. Nun, der Park auch nicht, sonst könnten wir uns nicht hier so einfach mit ihr aufhalten. Er ist einfach nur sehr wunderschön. Ich würde sie dann wieder fallen lassen, wenn sie nicht wach wird. Nee, wird sie nicht. Sie wird nicht wach. Habt ihr vielleicht etwas Riechkraut? Seht euch im Garten um, vielleicht könnt ihr etwas finden. Vielleicht eine Rose, die besonders stark duftet oder ein anderes Kraut. Ich würde mich dann mal auf den Weg machen und umschauen, ob ich da irgendwie eine sehr duftende Rose finde zum Beispiel. Jo, einfach mal eine Pflanzenkundeprobe. Ja, ich kram mal so in meinem Gürtel ein Horn hervor und würde etwas von dem Wasser schöpfen und das ihr dann so vorsichtig übers Gesicht träufeln, beziehungsweise übers Gesicht laufen lassen. Mhm. Ja, also du merkst wohl, wie sie anfängt zu zucken und ihre Augen flattern wohl so ein bisschen, wenn du das Wasser drüber kippst, wischt dann auch so ein bisschen von den blutigen Tränen weg, die dann nach und nach angetrocknet sind und sich so ein bisschen schon schwärzlich verfärbt haben. Und Abelmir kann dann nach kurzer Suche auch mit einer abgeschnittenen Rose wieder herbeitreten und sie dann auch unter die Nase halten, sodass sie dann so weiter flattert mit den Augen, bis sie sich dann langsam wieder zu sich kommt und euch dann kraftlos ansieht. Kraftlos, aber dennoch wütend. Oh, den Knebel aus ihrem Mund machen. So, jetzt erzählst du dem lieben Geweihten, dass du deinen Pakt brechen möchtest. Oder wir machen das Ganze hier gleich viel kürzer. Nun, ich bin euch dankbar für die Rettung. Und durchaus, wenn es möglich ist, würde ich gerne Belkelel weiter betrügen. Ihr meine Seele vorenthalten. Schau mal den Geweihten an. Reicht das? Nun, wenn der Pakt bruch. Wenn die Worte freiwillig ausgesprochen werden, dann sollte es reichen, ja.
Hört zu, ihr müsst einmal entweder hier oder auf den Treppenstufen sagen, dass ihr aus diesem Pakt wieder austreten mögt. Die Paktiererin schaut in die Runde, blickt euch an aus ihren roten, verärgerten Augen. Soll ich es jetzt tun oder wie hättet ihr es gerne? Weit ist es denn bis zum Tempel hin? Ungefähr 30 Meter, so einmal um den Tempel herum und dann wieder die Treppenstufen hoch. Schaffen wir diese doch erstmal auf die Treppenstufen. Ja, also davor, sonst fällst du wieder um. Wie ist es in eurem Tempel? Ist er leer, Flamingo? Der Tempel selbst ist nicht leer. Wir haben normal geöffnet und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir zu so einer solchen Gelegenheit ihn schließen sollten. Ich habe es auch noch nie getan, aber davon gelesen. Und wolltet ihr nicht noch die Bohrenkirche hinzuziehen? Schau ich mal die anderen beiden Fragen dran. Ich werde mich so gleich drum kümmern. Ich würde mir dann die Rose in mein Knopfloch stecken und schnurstracks den wieder eine neue Kutsche anhalten und dann möglichst probieren, schnell zum Bohrentempel zu gelangen. Den Bohrentempel hast du definitiv auch schon in den letzten paar Tagen häufig genug besucht, sodass du dann ihn auf dem großen Platz des Schweigens dann betreten kannst und nach kurzer Suche kannst du auch wieder Gernot vom Mersing begegnen, dem Golgariten und Schwingenführer, der dich dann auch begleiten würde, wenn du ihm die Sache berichtest. Euer Exzellenz, wir haben eine Paktierin festgenommen, die der Reihergeweihte sagte, wir sollten einen Bohrengeweihte hinzuziehen, um die richtigen Riten durchzuführen. Würdet ihr uns unterstützen? Selbstverständlich würde ich euch unterstützen. Das mit den Anreden üben wir aber noch, oder? Gewiss, Exzellenz. Ich würde selbstverständlich auch den Raben von Punin hinzuziehen, aber der ist ja verhindert, wie ihr wisst. Aber mir. Die Kutsche war dort drüben. Kutsche? Ihr seid mit einer Kutsche hierher gefahren? Natürlich. Der Weg ist weit. Er brummt nur was, wird aber auch nichts weiter dazu sagen und sich dann gemeinsam mit dir dorthin begeben. Kutscher, zum Reihe-Tempel zurück. Rapido. Rapido. Ja, so Peitschen knallen und dann könnt ihr wieder zurückrumpeln. Derweil haben die anderen grob, wie lange wird das gedauert haben, grob 20 Minuten auf den Tempelstufen gewartet, der Paktiererin dann auch das Blut von dem Gesicht gewischt, was dann eben auch rausgetreten ist. Die anderen können erkennen wohl, wenn sie sich die Dame genauer besehen und mustern, sie ist tatsächlich ziemlich hübsch, also herausragend aussehen. Aber was sie widerlich entstellt, ist nicht nur, dass sie an ihrem Hals eine blaue Narbe aufweist. Sie sieht aus wie Würgemale, als ob sie eine Schlinge um den Hals bekommen hätte. Vielleicht von einer fehlgegangenen, dass sie gehängt werden sollte oder aber vielleicht durch eine sexuelle Vorliebe. Zudem hat sie allerdings auch eine sehr, sehr hässliche Wunde auf ihrem Rücken, die aussieht wie ein reißzahnbewehrtes Maul, was jetzt blutig, fleischlich glänzt.